Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und wie versprochen, wird es jetzt richtig ernst, denn wir sind jetzt gleich in einem Gefecht. Neben mir noch immer der gute Captain Paul Frank. Hallo, Captain Paul. Ja, hallo Steinwallen. So, und wir sehen es schon an der Fahne, haben diesmal die Seiten gewechselt. Das ist ja bei euch kein Problem, bei den German Volunteers. Wir sind jetzt bei den Konföderierten. Erzähl mal ein bisschen, was ist das für eine Karte? Was müssen wir jetzt hier tun? Ja, wir befinden uns theoretisch am 17. September 1862 in der Schlacht von Antietam in der Nähe von Sharpsburg. Wir müssten hier auf der Karte Dunker's Church sein. Eine der heißesten Punkte eigentlich der Schlacht, wo es auch unter anderem auch ja, die blutigsten Gefechte gab. Und unsere Aufgabe ist es, da hinten einen Punkt zu verteidigen. Die Rebellen waren ja während der Schlacht von Antietam in der defensiven Position und somit ist unsere Aufgabe da hinten diesen Punkt gegen die Union zu verteidigen. Okay, gut, das klingt einfach. Mal gucken, ja, wie wir uns schlagen blaue werden. Blaue Uniform, schießt drauf. Ja, es gibt ja, wir haben das schon gesehen, es gibt ja hier kein Fadenkreuz, keine Zielhilfen. Man sieht auch nicht irgendwie per Zeichen, wer der Gegner ist. Alles ist auf Realismus getrimmt, nicht wahr? Genau, es ist eine ziemliche Simulation. Und ja, deswegen wird jetzt auch gesungen. Oh, sehr schön. Jetzt, wo es ernst wird, wird auch ernst gesungen. Wobei, ich habe ein bisschen gelogen. Schieß bitte nicht auf alles, was blau ist. Denn es gibt auf der Rebellenseite durchaus auch Einheiten mit blauen Uniformen. Was das Ganze natürlich ein wenig schwierig macht. Okay. Deswegen nehmen wir auch die Fahne mit, zur Sicherheit. Auch weil wir jetzt keine blauen Uniformen haben. Aber sicher ist sicher. Wird man auch nachher, denke ich, auch in dem Schlachtenmodus dann benötigen. Einfach, dass unsere konföderierten blauen Einheiten nicht eine Salve von uns kassieren. Ja. Naja, ich schieße, worauf die anderen schießen. Ich mache keine Alleingänge. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir sollten vielleicht auch mal nachladen und Bajonette aussetzen. Ja, nachgeladen habe ich schon. Okay, da hast du mir was voraus. Genau. Vorbildlich. Jetzt kommt mein Bajonett und du musst zurückbleiben. Okay, lass mich zurück. Wir laufen sogar. Ich laufe jetzt hinterher. Ja, dann laufe ich dir auch mal hinterher. Du beschützt mich einfach im Nahkampf in Ordnung. Ja. So, ich guck mal, wo. Ach, da hinten, das ist der Punkt, den wir zu verteidigen haben. Okay. Genau, ich fürchte, ich habe auch gelogen. Das dürfte nicht Dunker's Church sein, sondern Bloody Lane. Bloody Lane, das klingt ja noch besser. Als ob wir jetzt was zu sehen kriegen. Oben läuft die Zeit. Das heißt, wer am Ende mehr Tickets hat, hat gewonnen, oder wie? Nee, wenn wir das gehalten haben, haben wir gewonnen. Ne? Genau, wenn wir zum Ende der Runde was gehalten haben, haben wir gewonnen. Oder für die Union, anders gesagt, wenn sie uns alle umbringen oder den Punkt erobern, haben diese gewonnen. Wenn unsere Tickets alle sind, sozusagen. Genau. Alles wir sind klar. Ja, zahlenmäßig unterlegen, was ja historisch auch ja, richtig ist. Die Union war ja da in deutlicher Überzahl, auch über den gesamten Krieg. Ja. Oh, da geht's ja schon los. Genau, da hören wir jetzt eine Rebel Yell. Also ich sehe schon die blauen, oder? Nee. Habe ich mich getäuscht? Habe ich mich getäuscht. Ach! Doch, da hinten wird geschossen. Ui, da werden wir schon angegriffen. Naja, dann lege ich mal an. Ich glaube, wir sind schon mittendrin. Ei, das ist aber schwer zu zielen. So, wir sollen zurück zum Zaun, habe ich gehört. Ich habe keinen Schuss abgegeben. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir nämlich einen Schuss, wenn sie in den Nahkampf über den Zaun wollen. Ja, genau. Aus nächster Nähe kriegen sie dann einfach das Eisen. So. Erzähl mal noch was zum Deckungssystem. Wenn ich hier am Zaun stehe, hat das irgendwie eine Bedeutung? Ja, dann hast du halt insofern Schutz. Wenn die Kugel die Latte trifft, dann trifft sie die Latte und nicht dich. Ah, okay. Jede Latte wird simuliert. Sozusagen. So, jetzt. Boah, das zieht ja so hoch nach unten. Ja, ist schwer, ne? So, einer ist gefallen. Vielleicht war ich es. Ein Schuss hat getroffen.
Kann man irgendwie Entdeckung nachladen? Nee, das geht nicht, ne? Du kannst dich hinknien und dann nachladen. Ja, war jetzt in dem Fall eine sehr schnelle Runde. Wie ist das passiert? Ja, wir haben den Punkt nicht gehalten. Wieso sind wir denn zurückgerückt? Das kann doch nicht wahr sein. Das war ein Fehler. Frage. Müssen wir nachher mal den kommandierenden Offizier... Das würde ich aber auch sagen. ...ranziehen und erstmal eine Standpauke halten. Okay. Ja, ich denke mal, wir bleiben einfach nochmal drin und machen noch ein Match mit. Das war jetzt zu kurz. Ja, das war mir jetzt auch ein wenig zu kurz. Dann sieht man jetzt auch noch mal ein bisschen... Eben hat man kurz die Schlachtkarte gesehen. Oh, und jetzt sind wir sogar im Abend hier oder in der Nacht. Auch nicht schlecht. Oh, ja. Jetzt sind wir auf der neuesten Karte. Ja. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Und das ist mitunter die größte Karte von allen. Und hier wird von der Größe auf jeden Fall was geboten. Und wir werden auch ordentlich nette Ziele kriegen, weil die arme Union darf über ein freies Feld und gibt damit perfekte Ziele für uns ab. Bist du schon auf der Karte? Ich sehe nämlich... Ich bin auf der Karte. Gut, ich suche dich gerade. Ja. Wenn ich sehe. Du bist wahrscheinlich weiter unten. Ich sehe von Platen gerade an mir vorbeilaufen. Genau. Ich hole dich gerade mal ab. Soll ich sonst zu den Fahnen? Ich bin rechts neben dir. Ah ja, okay. Und jetzt... Was machen wir jetzt? Laufen wir da zum... Der Einheit mal hinterher rennen, ne? Sonst verlieren wir sie aus dem Blick. Wo auch immer die ist, ich sehe sie ja gar nicht. Folge mir einfach mal. Gut. Ich habe noch so die letzten Reste gerade gesehen. Da haben wir einen zurückgelassenen. Ja. Konnte wohl nicht Schritt halten. So. Oh, das ist aber eine schöne Abendsonne. Ist das, kommt das zufällig oder ist die Karte immer so zu dem... Das ist... Das ist eine hervorragende Frage, muss ich ehrlich gestehen. Vielen Dank. Da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Weil... Oh, ich habe gelogen. Das ist eine ganz andere Karte, als ich erwartet habe. Daher wird es die Tageszeit jetzt hier festgeschrieben sein. Ja. Wie auch bei den anderen Karten. Allerdings, wenn der Schlachtenmodus rauskommt, also das gesamte Schlachtfeld von Antietam, dort wird es dann dynamische Zeit geben, wie im Drillcamp. Ja. Sprich, Tag-Nacht-Modus. Und da wird es dann auch sehr interessant werden. Sind wir alle sehr gespannt, wie sich das spielen wird. Ob man wirklich in der Nacht Ruhe haben wird, mehr oder weniger. Oder ob es da nonstop durchlaufen wird. Aber ich denke, da werden sich die Entwickler auch was sehr Nettes dazu einfallen lassen. Ich sehe unsere Freunde gar nicht. Sind wir hier ganz allein auf dem freien Feld? Ja, die sind dann noch ein gutes Stück vor uns. Gott, das könnten jetzt auch Feinde sein, ne? Könnten theoretisch auch Feinde sein. Wir hoffen es mal nicht. Ich sehe die Fahne auch nicht. Aber ich sehe Leute laufen und die laufen von uns weg Richtung Capture Point. Also gehe ich mal davon aus, das werden unsere Jungs sein. Das ist schon echt ziemlich beklemmend, muss ich mal sagen. So, das ist echt gut gemacht. Also, wow. Ja, es ist teilweise, manchmal doch sogar recht beklemmend. Ja, also, finde ich auch. Gerade wenn man als Einheit oder auch als Einzelner in so einem größeren Artillerieschlag steht, ja, man kriegt wirklich ein klein bisschen Panik. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe hier den Ingame-Sound ziemlich runtergedreht wegen der Aufnahme. Deswegen ist es wahrscheinlich, kann es noch deutlich lauter werden, als ihr es jetzt hört, liebe Zuschauer. Ich bin irgendwie hier erschöpft. Gibt es sowas? Genau, wollte ich jetzt auch gerade erwähnen, weil ich kann jetzt auch nicht mehr rennen. Okay. Ich nutze jetzt einfach mal gerade die Zeit zum Nachladen. Oh ja. Wir sind schon fast da. Guter Hinweis. Es gibt keinen klassischen Ausdauerbalken. Ui, das war jetzt direkt, glaube ich, hinter mir. sondern im Hintergrund gibt es quasi in Anführungszeichen diese Ausdauer. Ja. Wenn man über längere Zeit sprintet, wird man sehen, dass es am Rand langsam unscharf wird. Und wenn wir jetzt gleich nochmal ein Stück gerannt sind, kannst du gerne mal anfangen zu zielen und wirst feststellen, das wird nichts. Ja, ja, okay, verstehe. Also das ist da bereits schon ja, ziemlich realistisch. Dann sollten wir vielleicht jetzt nicht rennen. Ja, ich würde mal sagen, wir schließen lieber zur Einheit auf. Da haben wir den größten Schutz, würde ich behaupten. Oder auch nicht. Die mit einer großen Salve die Gegner weghauen. Das ist ja wirklich eine Riesenkarte, verdammt. Das ist ja Wahnsinn. Da braucht man ja... Und spawnt man dann immer da ganz hinten und läuft dann 5 Minuten über die Karte? Ja. Okay.
Also Alles klar. nachher auf der Schlachtenkarte wird es möglich sein, an der Fahne der Kompanie zu spawnen. Ja, ah Dadurch ja. wird es dann einfacher werden, wieder zur eigenen Einheit zurückzufinden. Und da hinten, da sehe ich die Fahne. Ich vermute mal, da wird die Einheit sein. Lauf mal vor, ich sehe im Moment gar nichts. Gut, dann folge mir einfach. Ja, das mache ich. Was ist mit den beiden Freunden hier? Die kann man eigentlich mitnehmen. Die Herrschaften, habt ihr einen Auftrag, diesen Punkt zu halten, oder schließt ihr mich Ja zur gut, Einheit? wir wurden versprengt. Wir wurden versprengt. Ich glaube, ich sehe da hinten die Fahne. Dann schießen wir doch einfach mal auf. Ah, da kommt der Offizier bereits angerannt. Dann dürfen zwei Leute Herrschaften wahrscheinlich mitkommen. gehen. Herrschaften mitkommen. Wir sammeln uns an der Felsformation. Jawohl. Im Laufschritt gehen Sie zur Fahne. Jetzt sofort. Ja, da haben wir schon Anweisungen Das bekommen. heißt, wenn man versprengt wird, dann bleibt man stehen. Das hat sich jetzt wohl so einfach so ergeben, weil sie Okay. die Einheit auch nicht mehr gesehen haben. Und da wir diesen Punkt halten müssen, ist es im Zweifelsfall nicht die schlechteste Entscheidung, würde ich mal Welcome, behaupten. Gentlemen. Suchen Sie sich Deckung, Herrschaften. Sind wir jetzt an dem So. Punkt eigentlich? Ist das der Punkt, den wir halten müssen? Und anfixen Genau, Sie der Ihre Punkt ist hinter Bajonette. dir, wenn du einmal T Bajonette drückst. ab. Ah ja, ich sehe, okay. Und ja, der Offizier wird sich schon was dabei gedacht haben, diesen Okay, Punkt zu halten. Deckung. Ja, hier ist ja Deckung, ne? Wenn ihr noch nicht Genau. nachgeladen habt, dann tut das Und jetzt. aus dem Kornfeld wird nachher die Union auftauchen. Sehr wahrscheinlich. Dann werden wir Wartet noch ein auf Stückchen warten müssen, weil die haben Offizier. wirklich Wenn einen ihr den langen Feind Weg seht, geht vor in der sich. Richtung an. Und wir Ja. sind tatsächlich sogar auf der Karte, die ich gemeint habe, wirklich die größte Wenn Karte. der Krieg In diesem Fall vorbei gibt es ist, diese müssen wir von Karte da zu aus auf verschiedenen Feuer angewiesen Tageszeiten. sein. Ah, okay. Das ist auch gerade was Neues für Feuer. mich. Und wie viele Karten gibt es eigentlich? Feuer, Sie überlassen hier die Entscheidung. Momentan Rollt sie ein. müsste es, lass mich lügen, fünf Skirmish-Karten Danke, geben. nein. Alles Ja. Ausschnitte vom Die Schlachtfeld im Norden ist Antietam. einfach nicht wozu Ja, dieser und nach Wohlstand und nach ist. wird momentan immer noch eine released. Ja. Und ja, Ist das der ist jetzt jetzt, noch meine werden Entscheidung wir warten aufgehoben? müssen, wie sich die Entwickler entscheiden, Bajonette. ob von anderen Schlachten noch die Skirmish-Maps dazukommen oder wie es weitergeht. Ja. Und ich habe gelesen, es wird dann irgendwie so ein Mir folgen Kampagnenmodus Kommandeure. geben, wo dann richtig Befehlsketten existieren, Deckung wo bewahren. der, ich weiß nicht, ich sag mal, Vorrücken. der oberste Offizier richtig in so einem Feldherrenzelt mit Karten und so operieren kann. Und Genau, und das ist dieser Schlachtenmodus, von dem ich dir ja. gerade das Ohr immer wieder abkaue. Wo eben das ganze Schlachtfeld zu spielen sein wird. Und da ist dann, soll dann eine Kommandostruktur reinkommen. Sprich, einer ist der Kommandeur der Division Ja. und gibt quasi dann die Zahlen, Befehle Kommandeure, Zahlen, an die einzelnen Formieren. Kompanien. Ungefähr 700 Und ja, Befehle. auch dieser sitzt dann quasi im Zelt, hat dann eine Oh! sehr detaillierte. Ui, da wären wir schon Schnell, beschossen. schnell, 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 Da schnell. hätten wir vielleicht doch lieber bei der Sonnen, Gesteinsformation bleiben sollen. Sonnen, 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 Sonnen. Ja, das ist jetzt die Frage. Möchtest du lieber in den Hintergrund oder Ich gleich mitschießen? schieß mit, aber aus dem Hintergrund. Nein! Na, dann schließen wir es doch einfach mal hier an. Ja, klar. Ich sehe bloß nichts. Feuer! Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Am Kornfeld, hinterm Zaun, siehst du Ja. vereinzelt kleine Köpfe. Auffächern! Ich sehe Köpfe? Ich sehe Ja, keine. müsstest du, also ich Von sehe beiden was. Seiten auffächern! Du musst ganz genau hingucken, aber wenn sie sich halt gerade im Moment auch hinkriegen. Eieiei. Da! Ich würde mal sagen, ich Kommandeure, schieße aufs Sie überlassen Mündungsfeuer. hier die Kommandeure. Ein Mann Abstand Das zwischen ist doch eine gute Feuerwehren. alte Taktik. Und tun Sie sich So, hier ich glaube, da hat es Feuer jemanden entfernen. erwischt. Ja? Ja. Der Ei. liegt zu meinen Füßen. Zwei bis drei Mann Sanitäter Abstand, gibt's nicht. aufdächern, wenig Nein, nähern. gibt es nicht. Dieses Feuer ist Das war aktiv. halt so, du hast dir eine Kugel damals eingefangen und ja, damit war es es schon quasi für dich. Ne? Wir halten diese War Position ja bis zum auch der nächsten Mal. blutigste Krieg quasi, Ja, bis zur damaligen für die Zeit. Vereinigten Also, Staaten, ja. genau. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Die haben Deckung und wir nicht. Das ist doch irgendwie keine schöne Situation, ne? Ich habe dich leider nicht Oh, verstanden. Geburtstag, Cornelius. Ich habe kein so gutes Gefühl. Die haben Deckung und wir nicht. Eigentlich eine unschöne Situation, oder? Ja, das ist tatsächlich die schwerste Karte für die Konföderation, Okay. diesen Punkt zu halten. Ja, die haben natürlich aber mehr oder weniger den Zeitvorteil. Wir haben den geringeren Weg vom Spawnpoint hierher. Ein reines Krieg, leichte Formation. Um sich eine gute Position zu suchen. Feuerwehr bereit. Auf Abstände Ja, achten. ja. Eisenmann ist aktiv. Gut. Leider. Ich habe gesehen, man kann Nachladen aber im erfolgt. Knien doch nachladen irgendwie. Dort liegt Genau, du Feuer kannst im nieder. Knien nachladen. Sehr schön. Und dein Bajonett mittlerweile auch abgeklappt. Ui, oh, da hat es mich erwischt. Dich hat's erwischt. Ja.
Also ich schieße jetzt wirklich einfach blind, wo ich die Gegner vermute. Ja, im Prinzip da, wo der Rauch herkommt. Naja, klar. Und du musst jetzt den ganzen Weg nochmal auf mich nehmen. Ja. Es ist... Oha, ich empfinde es als etwas aussichtslos, diese Stellung zu halten. Ja, ich denke, da wird man sich öfters mal in solchen Situationen wiederfinden. Und ich freue mich schon ehrlich gesagt sehr darauf. Weil da ist man natürlich dann als Kompanieführer gefragt, seine Leute da gesund und heil rauszukriegen. Jetzt wäre zum Beispiel es angenehm, wenn man... da habe ich jetzt jemanden tatsächlich mal gesehen, aber nicht in die Richtung geschossen, da war schon zu spät. Jetzt wäre es schön, wenn man eine Artillerie dabei hätte. Da könnte man dann so eine Stellung ein bisschen erschüttern. Genau, das wäre einer der Gründe, warum wir diese TGV, die German Volunteers, haben. Ja. Das wäre jetzt dann in dem Fall der Einsatz für unseren Volunteerleiter, Colonel von Steinhausen. Ich würde jetzt als Captain Meldung machen. Herr Colonel, ich brauche Artillerieunterstützung. Bitte auf die und die Position. Der schickt wiederum einen Reiter dann an den Kompanieleiter der Artillerie. Und der wird es dann hoffentlich einrichten und mir einen Artillerieschlag auf die Union bescheren. Da gibt es einen Selbstmörder. Er wird seine Gründe haben. Ne? Wenn ich hier nur noch alleine stehe, werde ich das auch tun. Ja, ich bin ja schon so gut wie wieder da, glaube ich. Also ich habe zumindest mal den halben Weg hinter mir. Ja, man muss dazu sagen, es gibt hier auch keine Kill-Anzeige und sowas alles. Das ist alles... Man weiß gar nicht, ob man getroffen hat. Genau, es wird hier momentan nur der Team-Kill dann angezeigt in der Chatbox. Aber auch so ein Kill-Counter wird es nicht geben, wie man es von so manchem First-Person-Shooter kennt. Was irgendwann mal implementiert werden soll, ist, dass dann die Statistik der gesamten Kompanie angezeigt werden soll. Ja. Also wie viele Kills und Tode die Kompanie hatte. Aber es wäre doch, also, ja, es wäre doch zu schön zu wissen, ob ich, wenn ich hier so blind schieße... Eieiei! Jetzt hat mich eine Kanone erwischt! Ja, ui, okay. Ja, hast du dann mal mit ihr Bekanntschaft gemacht und herausgefunden, dass sie tödlich ist. Ja, darauf hätte ich verzichten können. Oder? Bin ich jetzt nur ohnmächtig? Es ist einfach nur schwarz. Nee, erwischt. Du bist tot. Nein. Du, wenn du noch rumschreist, dann war es ein Körpertreffer. Und dann, okay, ja, stirbst du einen, ja, qualvollen Tod. Wenn du Glück hast, wird's sofort schwarz und du bist sofort tot, dann war es ein Kopftreffer. Na gut, dann hatte ich wohl Glück. Sehr schön. Gut, vermutlich werde ich hier einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns wieder, wenn ich die Strecke gelaufen bin. So Leute, ich bin wieder am Ort des Geschehens und jetzt weiß man auch, warum die Fahnen dabei hatten, weil ohne die Fahne hätte ich das jetzt, glaube ich, nicht so richtig erkannt, wo ich hin muss. Das ist schon sehr stark gemacht. So, jetzt kommt schon wieder der... Ui! Ui, das ging doch genau rein. Ja. Verdammt! Und nein! Das kann doch nicht wahr sein! Mich hat's schon wieder erwischt. Okay. Hat sich jetzt auf dem Weg hierher wieder erwischt. Ja, ich war kurz bei euch. Gerade 10 Meter hinter euch. So, der nächste Schnitt, Leute. Wir versuchen es noch einmal. So, Leute, ich habe den Lauf nochmal absolviert. Mal gucken, ob uns jetzt... Eigentlich sind ja alle guten Dinge drei. Mal gucken, ob uns die Artillerie nochmal erwischt. Eben hat es sogar einen Teamkill gegeben. Der gute Captain Paul wurde von Mitgliedern seiner Kompanie erledigt. Er war Gott sei Dank dann doch nicht einer von meinen Jungs, sondern so, ein Spieler einer anderen Kompanie oder einfach, ja, ein Spieler. Ein Random, wie man so schön sagt. Ja, genau, ein Random. Ja, man kann es nicht wirklich übel nehmen. Oh Gott, ich dachte, ich wäre schon wieder weg. Aber es war kurz schwarz und jetzt ist alles verschwommen. Ja, dann war sie nur sehr nahe und die Schrapnelle ist an dir vorbeigeflogen. Oh mein Gott. Glück gehabt. Und das ist wirklich im Moment so ziemlich zufällig, oder was? Genau, die ist zufällig generiert. Ja, vielleicht mehr oder weniger auch ein Segen. Weil eine spielergesteuerte Artillerie möchte ich, glaube ich, noch nicht erleben. Ja. Aber der Gegner leidet da auch drunter, oder? Bitte? Der Gegner hat das auch. Ja, genau. Die fliegen ja auf die ganze Karte quer verstreut. Und da erwischt es jeden. Okay, da habe ich ja gerade mal jemanden gesehen.
und geschossen. Das ist ja mal ein befriedigendes Gefühl. Ja, ich war, wir waren kurz unterbrochen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Gedanken zu Ende geführt hatte. Es wäre ja schon schön, wenn man doch irgendwie am Ende sieht, ob man irgendwas mal getroffen hat, ne? Oder vermisst du das nicht? Ich muss ehrlich sagen, nee. Ich bin sogar sehr froh, dass sich die Entwickler dagegen ausgesprochen haben. Ja. Aus dem einfachen Grund, wenn du damals wieder zurück in dein Feldlager bist, wusstest du auch nicht, wie viele habe ich jetzt wirklich erwischt, ne? Ja. Und andererseits, dadurch, dass es nicht mit drin ist, hast du einfach nicht diese, ja, mal sehr salopp gesagt, diese Killgeilheit, wo es einfach stimmt, nur um die persönliche Statistik geht. Und dadurch, dass sich die Entwickler entschieden haben, nur die Kompanie zu nehmen, tust du das Ganze ja eigentlich nur zum Wohle der Kompanie, in Anführungszeichen, einfach um dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Kompaniegefühl ein bisschen zu bestärken. Ja. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Das stimmt. Es gibt nicht die großen Helden oder so. Und genau. Die Leute sagen können, hä, du warst aber schlecht heute oder so. Genau. So, ich habe dich dann auch wieder gefunden. Werde jetzt auch einmal nachladen. Ah ja. Du hattest auf der letzten Map eine andere Frisur, kann das sein? Genau, die Charaktere sind momentan alle zufallsgeneriert. Okay. Ich habe ja im Drillcamp bereits dieses Company-Tool angeschnitten. Ja. Dort wirst du dann mal zu einem späteren Zeitpunkt deinen Charakter editieren können. Also alles Mögliche, die Ausrüstung zu einem gewissen Grad beeinflussen können. Die ist ja natürlich immer noch historisch vorgegeben. Aber habe ich jetzt die Decke umgeschlungen über die Schulter oder auf dem Tornister etc.? Dort kannst du dir dein Gesicht, dein Charakter erstellen. Und ja. Dieses Company-Tool wird nachher mit diesem Spiel verbunden sein. Und dann kannst du, wenn du auf dem Server joinst, wird aus dem Company-Tool dein Gesicht geholt, deine Einheit, dein Rang. Und damit joinst du dann automatisch auf den Server. Wenn du das denn möchtest. Ja. Also finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Auch dieses Company-Tool ist jetzt einfach für Gruppen eine sehr nette Sache an der Hand zur Organisation und Administration. Ja, sind wir eigentlich jetzt wirklich die Verteidiger? Weil da hinten ist doch die Flagge. Ja. Oder verlieren wir gerade die Flagge? Wir verlieren gerade die Flagge. Ich würde sagen, wir packen mal hier unsere Jungs und werden einfach mal aktiv. Ja, wir müssen was tun. Wir haben doch gleich verloren. So, kommt, jetzt Nahkampf. Genau, einmal V drücken und dann einfach in diesen Capture-Kreis noch schnell rein. Ja, wir verlieren das. Ah, vorwärts. Oh. Ich wurde noch im letzten Augenblick auch noch erschossen. Na, sowas. Ja, Schweinerei. Aber das ist wirklich die einfachste Karte auch für die Union. Ohne uns jetzt da irgendwie aus der Affäre reden zu wollen. Ja. Aber man hat hier wirklich gemerkt, es ist sehr, sehr schwer, diesen Punkt zu halten. Man hat einfach null Deckung. Und unter anderem vielleicht so als historische Anmerkung, falls es den einen oder anderen interessieren mag, an diesem Punkt der Schlacht ging es wirklich den ganzen Tag vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Dieses Maisfeld, das man da gesehen hat, das war total ungepflügt. Und ja. Natürlich übersät mit Soldaten. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt gerne das Video mit irgendeinem spektakulären Abschluss beenden. Mit einer spektakulären Aktion. Das war uns leider nicht vergönnt, weil ich zu lange hier auf den Offizier gehört. Ich muss ja mal kritisch anmerken, ich fand, das waren jetzt zwei, ja, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen verschätzte Aktionen. Einmal, dass wir... Wie war das? Bei der ersten Niederlage, da haben wir den Punkt verloren, ne? Wir hatten uns zurückgezogen und hier ebenso, ne? Genau, wir haben uns da leider wohl doch sehr verschätzt und zurückgezogen. Liegt allerdings auch daran, die Union war auf der anderen Karte sehr, sehr flott und sehr mobil. Ja. Die waren ja noch vor uns an diesem Capture Point. Und soweit ich auch diesen einen Blick auf sie werfen konnte, auch in Überzahl.
haben dann natürlich auch die erste Salve dann kassiert, die ersten Verluste gehabt und ja, dann bleibt einem ja groß erstmal nichts übrig, als mal kurz zurückzufallen, sich zu reorganisieren. Ja, okay. Gut, da haben wir uns aber zu viel Zeit gelassen. Definitiv. Wertet ihr sowas irgendwie hinterher nochmal aus oder ist das jetzt eher just for fun so? Es kommt einfach auf dieses Event drauf an, wenn wir aus Jux gerade entscheiden, da reinzugehen, dann wird es jetzt nicht wirklich ausgewertet. Aber so eine Sache, definitiv, setzen wir uns nachher zusammen und es fallen so die Offiziersriege, Unteroffiziersriege. Ja. Und spricht nochmal darüber, was lief jetzt so gut, was nicht. Wird auch nachher dann auf den Schlachten so sein, wo man halt mit den verschiedenen Kompanien zusammensitzen. Wo hat die Zusammenarbeit besonders gut funktioniert, wo nicht, wie verbessern wir dies? Ah ja, okay. Das ist ja auch irgendwie ganz eindrucksvoll, hier durch dieses Maisfeld zu laufen. Sind wir jetzt... Wunderschön. Ist das jetzt... Ist das der Gegner? Nee, das ist nicht der Gegner. Ja, das ist das Problem durchs Maisfeld. Ja, genau. Aber das ist jetzt wieder eine andere Karte, oder was? Genau, das ist eine andere Karte. Wenn ich gleich nochmal auf dem Server bin. Ich bin jetzt leider gerade runtergeflogen. Achso, du bist jetzt auf der anderen Seite? Nee, ich bin kurz, hatte einen kurzen Disconnect. Ah ja, okay. Aber soweit ich diesen Einblick werfen konnte, war es, glaube ich, Bloody Lanes. Wo es zum späteren Zeit des Tages dann, wie der Name verrät, hochhergegangen ist. Ja. Sieht man irgendwie, ob man schon geladen hat? Ich hab's vergessen. Nein, siehst du nicht. Du darfst einmal die R-Taste drücken und wenn du nicht nachlädst, dann okay, hast du gut. Wohl nachgeladen. Ich hatte schon nachgeladen, gut. Alles klar. Ja, vorbildlich in dem Fall. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir jetzt nochmal kurz hier drin und dann, wenn der Gegner sieht, dann werde ich jetzt einen heldenhaften Ansturm wagen. Und vielleicht kriege ich noch einen offiziell durch Videobeweis bestätigten Kill auf diese Art und Weise. Kannst du es ja gerne mal im Nahkampf versuchen. Vielleicht ja, genau. Hast du ja Glück. Aber irgendwie, der Offizier zieht sich schon wieder zurück. Also, was ist hier los? Ja, ich bin leider nicht vorne mit dabei, um dir das zu erklären. Das klappt gerade bei mir leider nicht so. Soll vielleicht auch mal gehen. Aber vielleicht hat er irgendwelche Zusatzinformationen. Das kann durchaus auch sein. Aber vielleicht ziehen wir uns einfach ganz schön aus der Affäre und sagen... Historisch hat die Konföderation das verloren, also... Ja. Ich sehe da schon Leichen auf dem Feld liegen. Waren die schon auf der Map oder sind die... Nee, dann sind es tatsächlich Spieler, die bereits ihr virtuelles Leben gegeben haben. Okay. Irgendjemand spricht jetzt sogar Englisch. Geht das Rollenspiel so weit? Vielleicht sind auch einfach schon englische, ja... Randoms, ne? Ja. Mit dabei. Und dann wird natürlich Englisch gesprochen. Okay. Also wie man ja auch gemerkt hat im Drill oder jetzt auch hier in den einzelnen Befehlen, die man rausgehört hat. Da ist der Gegner. So Leute, meine Stunde ist gekommen. Ich spring über den Zaun. Jetzt wird das Bajonett. Und... Ah! Okay. Gut. Ich bin nicht weit rangekommen, aber wir haben mal einen anderen Tod erlebt. Einen blutigen Tod. Passend ja. Zu dieser Mad Bloody Lane, oder wie hieß sie? Genau. Ich danke, ich sag nochmal danke an Captain Paul und die German Volunteers. Wenn ihr mitmachen wollt, ich habe alle Infos, werde ich in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr dann die Links finden zum Forum-Thread und was auch immer. Also, ich denke, der eine oder andere wird Lust bekommen haben. Okay, das wäre es von mir, das wäre es erstmal von War of Rights. Sicher werden wir das Spiel nochmal weiter verfolgen, das entwickelt sich ja noch weiter. Und dann schauen wir hier mal wieder rein. Also, tschüss, Captain Paul. Tschüss, Steinwein. Bis bald, macht's gut, euer Steinwein.